Ja, hallo, grüße euch. Wer fragen muss, der wird das nie wissen und wohl auch nicht verstehen wollen. Wer es weiß, der muss noch nicht einmal mehr fragen. Der wendet es bereits an. Siehst du, du kannst alle deine Belange in die Kristallenergie bringen. Alle. Alles. Und je mehr du in die Kristallenergie bringst, desto mehr vermehrt sie sich in deinem Leben. Du kriegst ein Startguthaben. Das hört sich furchtbar alarmierend an, denn die Startguthaben, die normalerweise in unserem System hier so auf dem irdischen Leben hier so verteilt werden, heißt meistens, du bekommst 100 Euro und anschließend zahlst du ca. 3000 Euro oder 4000 Euro. Das ist ein teures Startguthaben. Das sind teure Startguthaben. Aber in diesem Fall nicht. In diesem Fall, wenn du sagst, ich brauche dringend Kristallenergie, damit ich meine Belange zunächst einmal für den Start in die Kristallenergie bringen kann. Dann bekommst du auch welche. Nicht übertrieben viel, aber du bekommst welche. Das reicht dir. Das genügt dir. Du kriegst erstmal so viel, dass du alle deine ganzen Ärger, Sorgen, Beschwernisse und so weiter in die Kristallenergie bringen kannst, sodass diese sich auflösen und prompt zur Kristallenergie werden. So kannst du vorgehen. Kannst du. Kannst es auch lassen. Es ist für dich eine wirklich große Entscheidung. Eine sehr große Entscheidung. Denn es ist eine Entscheidung, also zurzeit amüsieren sich hier einige wirklich wie Bolle. In der Schöne bei der Weide, da gab es so Keilerei und Bolle gar nicht feige, war mittendrin dabei. Und so weiter. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Obwohl er eigentlich nur verloren hat. Und das ist bei den meisten hier so. Ihr amüsiert euch wie Bolle. Und merkt gar nicht, dass ihr immer mehr verliert. Und es ist für dich eine große Entscheidung, ob du dich immer wie Bolle amüsieren willst und gar nicht merkst, wie immer tiefer und tiefer du in ein Joch kommst, was dich schwer, irgendwann nur noch schwer atmen lässt. Oder ob du begreifst, dass du auch alles in die Kristallenergie bringen kannst. Ich sag dir, wer es begriffen hat, der wird nie wieder fragen. Der braucht auch nicht mehr zu fragen. Der hat es längst begriffen. Was ich hier sage, unterliegt einer strikten Geheimhaltung. Ach ja, warum erzählst du es an allen? Weil es keinen Unterschied macht, ob ich es allen erzähle oder nicht. Denn die, die das begreifen wollen, die haben das begriffen. Und tun das bereits. Die das nicht begreifen wollen, die diskutieren. Beschimpfen, jammern, klagen, meckern und so weiter. Wenn du alles in die Kristallenergie bringst, dann lass sie reden. Sie werden viel reden. Sie werden, also wenn du es allen, wenn du es Menschen erzählst, Mensch, ich bringe das alles in die Kristallenergie, dann haben wir ja, dann habe ich ja gar keine Probleme mehr. Die werden anfangen, mit dir zu diskutieren, die werden dich beschimpfen, die werden dich wirklich mit Häme überziehen. Habt ihr gehört, was ich gerade gesagt habe? Die werden dich mit Häme überziehen. Die werden dir allerlei Böses antun. Allerlei Böses versuchen, dir anzutun. Alles, allerlei Böses dir nur nachsagen. Wo kommt das auch noch her? Aus der Bergpredigt. Wohl auch euch. Wenn man euch um meinetwillen schmäht, euch belügt oder euch anfeindet und euch allerlei Böses nachsagt, euch schmäht und euch allerlei Böses nachsagt. Ja, lass sie doch. Es erreicht dich doch gar nicht mehr. Wer alles in die Kristallenergie bringt, ist für so etwas unerreichbar. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Das musst du verstehen. Und denke jetzt daran, dass Jesus Christus ein Prototyp gewesen ist. Ein Prototyp eines Menschen, der wirklich alles in die Kristallenergie gebracht hat. Und aus diesem Grund davon befreit wurde. Wer alles in die Kristallenergie bringt, ist von diesem ganzen Mist befreit. Und erzähl mir hier bitte nicht, dass Jesus Christus für die Sünden der Welt gestorben ist. Das ist er nicht. Aber er hat jede Verbindung zu der Denkungsweise des irdischen Denkens aufgelöst. Und zwar in der Kristallenergie. Das Gleiche wird auch seine Mutter getan haben, Maria von Nazareth. Und die war wahrscheinlich halt froh, dass ihr Sprösschen das überhaupt begriffen hat. Das hat er dann ja auch. Und er konnte es dann auch entsprechend lehren. Und dabei dürfte er es manchmal etwas übertrieben haben. Aber wahrscheinlich war das sogar seine Absicht. Denn wenn er das alles auflösen will, dann wird er wirklich alles aufgelöst haben. Das kann er ja auch. Das kannst du ja auch. Und darum ist das so eine strikte Geheimhaltung, die immer funktioniert. Denn wer das begreift, der wird es auch tun. Und ganz egal, was er früher mal getan hat. Ganz egal, was für ein, wie sagt man das, schlimmer Finger immer gewesen ist. Völlig egal. Wer das in die Kristallenergie bringt, der reinigt die ganze Geschichte. Auch das, was er mal getan hat. Das ist die gewaltigste Amnestie, die man sich vorstellen kann. Und die wirksamste. Die Frage ist, ob du das willst. Und es ist in der Tat für dich eine große Entscheidung. Denn dass das weiße Licht deines Denkens dein Leben, das für das weiße Licht deines Lebens sorgt, das solltest du verstehen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das jetzt sage. Und ich hatte aus Versehen das erste Mal etwas gelöscht. Also das sofort gelöscht. Ich war ganz irritiert, wieso lösche ich das auf einmal? Das wurde gelöscht. Und ich weiß nicht genau, warum es gelöscht worden ist. Wahrscheinlich deshalb, weil ich etwas gesagt habe, was man nicht hätte sagen dürfen. Also gut, hatte ich da aber den Mund erstmal. Schade, denn das, was ich da sagte, betraf die Organspenden. Ich möchte dir sagen, dass wenn du auf ein Organ wartest, auf einen Spender, einen Spender, Niere, Spenderherz und sowas wartest, bitte vergeude deine Zeit nicht damit, indem du angstvoll darauf wartest, ein neues Herz zu bekommen, sondern vergeude sie auf gar keinen Fall, sondern bringe alles in die Kristallenergie, damit dir dein Herz wieder unbeschwert dienen kann. Warte nicht angsterfüllt darauf, dass du neue Lunge bekommst oder neue Nieren bekommst oder ähnliches. Warte nicht darauf, sondern bringe alles in die Kristallenergie. Und dann werden wir sehen. Entweder kriegst du dann wirklich ein neues Herz, oder aber es wird gar nicht mehr nötig sein. Es kommt drauf an. Wie fest du die Wirkungsweise begreifst. Wie sicher du da stehst. Aber je mehr Kristallenergie du um dich herum versammelst, weil du immer alles in die Kristallenergie bringst, desto mehr sind bestimmte Lebenswege gar nicht mehr notwendig. Ich habe heute zufällig, weil ich den Wetterbericht sehen wollte, da hatte ich eine Predigt mitbekommen. Da sagte der Pfarrer zu seiner Gemeinde, sie sollen mal bitte allen helfen, auch Flüchtlingen und so etwas, damit wir uns später nicht fragen müssen, warum haben wir nichts getan. Es war ein Pastor, ein Pfarrer. Ach ja, er sah auch hübsch aus in seinem Ornat. Wirklich. War auch schön gebügelt. Ich meine, er wird sich selber getan haben. Ich meine, dazu hat man ja seine, Gott, nicht, da hat man eben seine Haushälterinnen und sowas für, nicht? Also ist ja klar, nicht? Dafür sind die Frauen ja schließlich da, nicht? Aber er muss den Menschen erzählen, dass sie mal was tun sollen. Schon klar.
Du kannst niemals etwas tun. Du kannst etwas sein. Und das führt dann zu, dein Sein führt dann zu dem, was du tust. Darum ist es wichtig, dass du an deinem eigenen Sein arbeitest. Und ich sage dir hier nicht, geh und arbeite im Weinberg, sondern ich sage dir, geh und arbeite in deinem eigenen Sein. Und du kannst das weiße Licht deines Seins sein. Ich hoffe, das ist dir bekannt. Und du kannst also das weiße Licht, sprich die Kristallenergie deines eigenen Seins sein. Und dein eigenes Sein wird dann natürlich dein Selbsterdenken und natürlich auch dein Leben. Dein Ich und so weiter und so fort. Vor allen Dingen erdenkt sich dein Sein. Das weiße Licht deines Denkens. Du kannst ja alles, steht dir alles frei. Du kannst ja machen, was du willst. Aber die Frage ist, worunter wirst du anschließend sehr leiden? Und dann sollte man das wirklich meiden. Oder wo wirst du dich anschließend sehr wohl und zufrieden fühlen? Kristallenergie fühlen sich in der Regel alle wohl. Also, es gibt auch wenig zu diskutieren. Wer dieses Prinzip nicht versteht, der wird es bis zum Geht nicht mehr diskutieren. Zerfransen. Unkenntlich machen. Verwirren. Sich darüber streiten. Später wird aber Kriege führen. Nun, das tun die Menschen so lange, bis sie nicht wissen, dass sie alles in die Kristallenergie geben können. Und dann wird eine Sache echt blöd. Man kann das nur alleine. Das kann ich, wenn überhaupt, mit Gleichgesinnten. Aber eigentlich nur alleine. Weil alle anderen etwas anderes, eine andere Wahrnehmung haben. Wir sitzen auch alle unterschiedlich tief in der jeweiligen Patsche. Aber wie tief wir da auch immer drin sitzen, auflösen müssen wir es. Sonst haben wir anschließend noch mehr Ärger als vorher. Wird nicht einfach, das den Menschen begreiflich zu machen, weil es den Heldentod nicht vorgesehen hat. Auch die Märtyrer nicht. Auch eine Art Robin Hood-Rolle nicht wirklich. Darin nicht wirklich vorkommt. Aber ich kann allen Menschen erzählen, das kannst du natürlich auch, die mit dir zu tun haben, die in irgendeiner Weise mit dir in Verbindung stehen und mit denen in irgendeiner Weise im Clinch liegst oder so etwas, kannst du sagen, hör mal, ich bringe das alles in die Kristallenergie. Und jetzt hör auf, mich hier zu belästigen. Du kannst es auch tun, kannst es auch lassen, aber lass mich hier in Frieden. Das kann man ja machen. Könnte sein, dass du dann mit demjenigen nie wieder was zu tun hast. Und wenn du dann, wenn das aber, sollte es dein Chef sein oder so, wird es natürlich blöd. Aber wer sagt dir, dass das nicht anschließend einen ganz anderen Weg dann für dich nimmt, der noch viel beglückender ist und noch viel besser ist? Versteh mich bitte recht, man sollte schon wissen, wann man was sagt. Du musst es ja nicht gleich allen des Langen und des Breiten auf die Nase binden. Aber wenn du merkst, dass du echt Schwierigkeiten hast mit irgendwas, dann ist manchmal ein klares Wort notwendig. Für den anderen nicht unbedingt, aber für dich selbst. So, ich bringe das jetzt alles in die Kristallenergie und mit dem und dem habe ich einfach nichts mehr zu tun. Kann nicht mehr sein. Es ist ja bereits in der Kristallenergie. Das ist eine Sache, die du mit dir letztendlich auch ausfechtest. Ich habe einmal gehört, das war ein Ratgeber, ein himmlischer Ratgeber für irgendwas, eine Sache, die wir kriegen oft mit, dass Menschen so Scheingefechte führen, dass sie in Gedanken mit ihren Chefs oder mit ihren Kollegen diskutieren, sich da fast heiß reden und dann am nächsten Tag können sie nichts zu ihren Chefs oder Kollegen sagen. Und alles bleibt beim Alten. Aber wenn sie nach Hause gehen, sie reden sich in Rage, sie möchten so gerne dem Kollegen das und das mal sagen und dieser Chef, da sollte mal das und das hören und so weiter. Ich kann mir das gut vorstellen. Diese Scheingefechte, die man dann im Privaten immer irgendwie wieder führt. Oder wenn der Mann nach Hause kommt, dann werde ich immer das und das sagen. Oder wenn meine Frau nach Hause kommt, dann werde ich immer das und das. Und dann eigentlich passiert doch nichts. Weil die Kristallenergie nicht da war.
Wenn du dir angewöhnt hättest, den Ärger mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinem Chef, mit deinem Kollegen in die Kristallenergie zu bringen, dann würden sich ja neue Wege auftun. Das gilt auch für deine Krankheiten. Hör auf, das mit deinem Arzt zu besprechen. Soll halt sagen, was er zu sagen hat. Ja, mein Gott, ja. Vielleicht ist es ja wirklich in irgendeiner Weise noch nötig, was er sagt. Vielleicht ja. Aber zunächst einmal bringe das in die Kristallenergie. Damit es überhaupt eine Chance hat, gereinigt zu werden. Und dann sagte ich ja, es gibt Menschen, die sitzen unter, oder Menschen sitzen unterschiedlich tief in der Patsche. Ja, aber ich habe auch vor 8 Jahren gesagt, bring alles in eine höhere Schwingung. Und was ich sage, wenn ich zu dir sage, bring alles in die Kristallenergie. Der Vorläufer davon war die Beichte. Oder mal alles in die Beichte zu geben oder so etwas. Das ist ein Vorläufer davon, alles in die Kristallenergie zu geben. Und das ist auch etwas, und darum, jetzt weißt du auch, warum die Kirche so sklavisch an diesem Unsinn hält, den sie da selber erzählt. Denn weil ein Pastor fühlt sich doch so wohl, wenn er die Beichte abnimmt. Ja, meine Tochter, was hast du denn? Sage alles und dann, ich bin doch dein Beichtvati. Sag doch ruhig. Wieso? Und er ist dabei einen runter? Zum Teufel nochmal, ich habe was dagegen. Ich sag dir, du kannst jeden, wir beichten jede Stunde, bring alles in die Kristallenergie, damit sie es bessert. Dazu brauchst du nichts zum Beichtvater. Tja. Und anstatt an elendlangen Talkrunden teilzunehmen, während Gesprächen, Diskussionen und so weiter, allgemeine Diskussionen, bring es doch gleich in die Kristallenergie. Und das ist eine große Entscheidung für dich. Ganz sicher. Denn ich meine, gehst du jetzt den Weg, den du vorher immer genommen hast, oder biegst du jetzt ab und sagst, ach nee, nicht dieses alte, nicht den alten Mist schon wieder. Ist eine große Entscheidung für dich. Gebe ich zu. Aber ich habe gerade auch ein Stück Nelke gebissen, deswegen fügen sich hier gerade meine Gesichtszüge etwas zusammen. Und sensibles Zeug. Ja, ach Mensch. Ich wusste, dass Gewürznelken so scharf sind. Ha. Aber sie sollen ja gut tun. Okay. Aber es ist für dich eine große Entscheidung, weil es sein kann, dass du auf einmal bei etwas, dich auf einmal etwas ganz Neuem wiederfindest. Und das ist dann erheblich besser, weil Kristallenergie ist natürlich eine Energie, die euch alles leichter macht. Ja, die Frage ist, willst du das? Ich kann dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Keiner kann das. Aber das, was ich sage, ist natürlich extrem gut für Ehepaare, die sich viel zanken oder sowas. Wenn alle beide sagen, hör mal, wir wollen doch eigentlich uns gar nicht trennen, eigentlich mag ich dich doch. Und eigentlich will ich dich doch. Und eigentlich will ich doch, dass unser Zusammenleben hier funktioniert. Ja, dann bringt doch alles in die Kristallenergie. Wer hat denn zu euch gesagt, dass ihr anfangen müsst, wer weiß, hier herumzufrömmeln? Ich gebe ja zu, dass die Sprüche in der Bibel, dass die durchaus erhellend sind irgendwie. Ach Gott, ich beherrsche deine Gedanken. Das wird da immer gesagt, beherrsche deine Gedanken. Ja, mein Gott, aber beherrscht sie doch, das brauchst du ja die Bibel nicht durchzuerkennen, das ist doch völlig wurscht. Es reicht, dass du immer denkst, komm, ich bringe alles in die Kristallenergie. Und schon wird der Weg für dich frei. Und du wirst alles das nicht tun, was dich in Teufelsküche bringt. Wenn sich jemand hinstellt und sagt, ihr müsst allen Leuten helfen, dann denke bitte daran, dass du niemandem helfen kannst, wenn du nicht voller Kristallenergie bist. Du trägst nur zur Verwirrung bei, ob du willst oder nicht. Die 10 Gebote, du sollst dies, du sollst das, du sollst jenes. Das kannst du alles machen, wenn du alles in die Kristallenergie gebracht hast.
Eigentlich sind die 10 Gebote keine Verbote oder Gebote, was du alles sollst, sondern es ist das, was du alles kannst oder was du alles wirst, wenn du alles voller, wenn alles in der Kristallenergie ist. Aber es heißt auch, es ist auch so, dass es völlig egal ist, nach dem Motto, du sollst keine andere Frau begehren, das war ein Unsinn. Alles wird sich dann so zusammenfügen, wie es gerade mal in dem Augenblick am besten passt. Eine Ehe kann für 10, 12 Jahre wunderbar sein, aber dann kann es sein, dass es sich irgendwie, dass sich die Menschen nicht mehr so bereichern. Und auf einmal wird sich was Neues finden. Das kann genauso gut sein. Kann aber auch sein, dass ein Paar sich so heiß und innig liebt, dass sie ihr Zusammenleben nur noch als Bereicherung empfinden. Und dann, warum sollen sie sich dann trennen? Tja. Eine merkwürdige Art, nicht wahr? Das Leben zu betrachten. So anders, als wir es so gewöhnt sind. Ja, auf der anderen Seite wolltet ihr was völlig Neues. Sagt das. Es ist eine ungewöhnliche Betrachtungsweise, ja. Aber eine, die sehr großen Erfolg hat. Und es ist von niemandem mehr abhängig, ob das so funktioniert oder nicht. Und ich meine, wo ist denn da bitte die Schwierigkeit, alles in die Kristallenergie zu bringen? Alle 5 Minuten, alles in die Kristallenergie. Wo ist da die Schwierigkeit? Man könnte sagen, ich feiere in jedem Moment meines Lebens mein weißes Licht. Ich feiere es immer. Ich bin das weiße Licht meines Denkens, klar. Und alles ist in der Kristallenergie. Denn weißes Licht ist natürlich Kristallenergie. Und das kannst du auch. Dass die Krux hier ist, das muss man wohl dazu sagen, ist, dass man jetzt auf den Applaus anderer Menschen verzichten muss. Denn der kann nicht mehr da sein. Der Applaus anderer Menschen nicht, aber die eigene Helligkeit, das eigene Licht ist da. Und kann einen mit allen zusammenbringen, die man so gerne sprechen möchte, die man so gerne sehen möchte, mit denen man gerne zusammen sein möchte. Denn seht ihr, weißes Licht kann das weiße Licht eines anderen Menschen nicht verbrennen. Es kann es nur erhellen. Ich kann also das Licht eines anderen Menschen niemals verdunkeln. Das ist unmöglich. Aber um das Licht eines anderen Menschen nicht zu verdunkeln, muss ich selber weißes Licht sein. Und ich kann daher nicht auf einem Podest stehen und dann, also, immer nach, können mich jetzt auch alle sehen und können mich jetzt auch alle bewundern, denn wenn ich das will, dann würde ich deren Licht verdunkeln. Aber das kann ich nicht, denn wenn ich selber weißes Licht bin. Und wenn ich selber weißes Licht bin, ja, dann kriegt es ja jeder mit, der ebenfalls weißes Licht ist und freut sich drüber. Der es nicht ist, ja, der will es dann wahrscheinlich nicht wissen. Und wenn er es nicht wissen will, ja, dann kann ich ja aufhören, mich mit dem zu unterhalten. Also kann ich ja aufhören, mit dem zu diskutieren. Und das sollte ich dann auch. Es würde nur mein eigenes Licht verdunkeln und dann das des anderen auch. Aber das ist eben ein striktes Dabeibleiben. Okay, ich bin weißes Licht, ich bin es immer, ich denke da auch immer dran. Ganz egal, was ich tue. Ob ich mir ein Ei brate, ob ich zum Kiosk gehe oder sonst irgendwen. Okay, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass dieses Video jetzt wirklich gepostet werden kann und nicht wieder plötzlich wieder verschwindet, weil ich es aus Versehen lösche. Aber ich muss irgendwas gesagt haben im letzten vergangenen Video, was ich doch nicht hätte sagen dürfen. Und ich weiß auch wieder, was es ist. Aber ich denke, dann ist es wohl besser, ich sage es jetzt nicht. Aber die nächsten Tage kommt es dann. Es hat was damit zu tun, dass dein das Licht deines Denkens, dein Selbst das Licht deines Denkens erdenkt. Und auch das dein Sein, dein Selbst, dein Leben, dein Ich. Und dass das eben das ist, was du tun kannst in deinem Leben. Jetzt habe ich es ja doch gesagt, na gut, das kann ich so ganz sagen. Das Licht deines Selbst erdenkt das Licht deines Seins. Das Licht deines Seins erdenkt das Licht deines Selbst. Diesen Kreuzstich muss es geben, diesen Doppelstrich muss es geben. Damit es ein festes Gefüge hat. Das Licht deines Selbst und deines Seins erdenkt das Licht deines Denkens. Das Licht deines Denkens erdenkt das Licht deines Ichs. Das Licht deines Ichs erdenkt das Licht deines Denkens.
Das Licht deines Denkens erdenkt das Licht deines Ichs und das ist wiederum dann jetzt dein Dual. Jetzt gibt es eine Querverbindung und diese Querverbindung brauchst du. Das Licht deines Duals, das Licht deines Denkens, das Licht deines Ichs erdenkt das Licht deines Lebens. Und in deinem Licht lösen sich die Probleme alle auf. Jetzt ist die Frage, ob du das so haben möchtest. Oder ob du das so erleben möchtest. Oder ob du das lieber nicht möchtest. Ich sagte ja, das unterliegt hier strikter Geheimhaltung. Es unterliegt strikter Geheimhaltung, aber nur derjenige, der das begriffen hat, der wird es auch anwenden. Denn wer das nicht begreift, ja, der kann es auch nicht anwenden. Und wer das kaputt machen möchte, der hat längst begriffen. Der macht sich selbst kaputt. Einem anderen kann er nicht schaden. Unmöglich. Ja, jetzt ist die Frage, wer das wissen will, ne? Also, du kannst dich jetzt also amüsieren wie Bolle, oder aber du kannst anfangen, aus dir selbst das Beste zu machen. Ich wünsche dir alles Gute. In der Kristallenergie siehst du dein höchstes Selbst wieder und alle anderen auch.